Letzte Frage. Es gab ja das große Interview mit Carmi Niromant, dem Präsidenten von Hertha 03 Zehlendorf, der wirklich offen kritisiert hat, dass es viele Vereine in Berlin gibt, die sich den Erfolg kaufen. Die nicht auf die Jugendarbeit setzen, sondern versuchen, schnell nach oben zu kommen. Wie nehmt ihr die Kritik auf? Daniel. Naja, ich meine, es ist ein bisschen einfach, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich meine, weder wir haben eine Jugendabteilung eine intakte, noch unser Gegner hat eine intakte Jugendabteilung. Ja, es sind ja nur ganz wenig Vereine, die wirklich so eine starke Jugendabteilung haben, wie Hertha 0310 oder wie Tennis Borussia oder vielleicht von mir dann auch noch Hertha BC Union. Also sich so weit aus dem Fenster zu lehnen und andere dafür zu kritisieren, ist sehr, sehr einfach. Also, wie gesagt, wir kennen den guten Mann, ich kenne ihn jahrelang und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo Hertha Zehlendorf einen Möchtegern-Star aus Berlin nach dem anderen verpflichtet hat und hochkurrente Trainer. Also wie gesagt, so eine Kritik prallt bei mir persönlich völlig ab und ist auch relativ einfach, anderen so den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben. Jetzt hat Herr Tennis Borussia dieses Geld und macht ein bisschen mehr in der Liga, aber ist doch normal. Ja, um Gottes Willen. Dennis, an dich, die war du als glücklicher Jugendtrainer auch lange bei den Reinickendorfer Füchsen im höheren Bereich gearbeitet. Was sagst du zu dieser Kritik? Ja, wie Daniel sagt, also erstens finde ich, sollte jeder Verein auf sich selber erstmal schauen. Und aus den Möglichkeiten machen. Wir sind ein völlig neu formierter Verein. Wir müssen uns alles aufbauen, Stück für Stück. Wie Daniel es gesagt hat, du hast wenig Vereine, die eine Top-Jugendabteilung haben. So, der Punkt ist doch der, Zehlendorf sagt aber auch, die wollen in die Regionalliga. Ich bin gespannt, ob die das mit den ganzen A-Jugendlichen versuchen. Kann klappen, nur wird Zeit brauchen. Ich glaube, dann werden sie auch den einen oder anderen verpflichten. Das ist doch das Normale. So, und wenn Vereine Ziele haben, dann müssen die umgesetzt werden. Dafür brauchst du Qualität. Qualität kostet irgendwo Geld. Sicherlich ist es schön gepaart, wenn du auch diesen Jugendspielern, die haben eine Top-Jugendabteilung, den Weg ermöglicht, ja. Aber wie gesagt, auch bei unseren ganzen Regionalligisten oder Oberligisten, also so viele Jugendspieler aus den eigenen Reihen sehe ich dann teilweise gar nicht. Ja, die sehe ich dann bei anderen Vereinen auflaufen. Also, aber wie gesagt, ich bin dem Standpunkt, jeder Verein sollte erstmal auf sich gucken, seine Arbeit machen, seine Philosophie nachgehen und ja. Sollte jetzt eben eigentlich die letzte Frage sein, aber jetzt die allerletzte. Die Wege, wo sollen die denn enden für euch, für Novi Bazar? Jetzt fangen wir bei Novi Bazar an. Wo soll es denn, in welche Liga soll es denn gehen? Wir sind ja erstmal am Anfang. Wir sind ja wie so ein Kind, was jetzt erstmal krabbelt. Ja, wir wurden, wie gesagt, neu formiert. Der ganze Verein wurde umstrukturiert. Jetzt mussten wir den Kader umstrukturieren. Also wir sind so ein Kind, was jetzt krabbelt und das muss erstmal laufen lernen, das muss sprechen lernen, das muss Bewegung lernen. Der Verein ist ambitioniert und das ist doch schön, wenn ambitionierte Leute, was sollen wir denn sagen? Sollen wir sagen, wir spielen, ist egal, ob wir verlieren, gewinnen? Nein, wenn ich schon auf Platz bin, will ich natürlich das Maximale haben. Aber du hast in Berlin zig Vereine, die genau das Gleiche wollen. Ja, und die, wenn ich jetzt die Wintertransfers gucke, gerade in unserer Staffel, da haben sich ja, sag ich mal, die Top 5 aufgerüstet. Da können wir gar nicht mithalten, finanziell. Ja, also worüber soll ich jetzt da diskutieren? Wir bauen auf, wir haben jetzt versuchen ein Grundgerüst zu finden für den Sommer, dann vielleicht noch den einen oder anderen dazu holen als Verstärkung, den einen oder anderen Jugendlichen, der hinten dran steht. Und das ist eigentlich unser Weg. Und natürlich wollen wir nächstes Jahr ein bisschen besser dastehen als dieses Jahr. Ist ja klar, keiner spielt da gerne gegen Abstieg rum. Aber wie gesagt, das wollen halt zig andere Vereine auch. Dani, wo soll es hingehen? Na, ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, dieses Jahr Klassenerhalt. Denn schauen, wo waren unsere Fehler, wo müssen wir unsere Arbeit besser machen. Und dann wollen wir schon nächstes Jahr unter den Top 5 landen. Das muss unser Anspruch sein. Dieser Anspruch habe ich immer persönlich gehabt als Trainer oder als sportlicher Leiter, hat unser Präsident. Und ich glaube auch, dass das absolut möglich ist, unter den Top 5 zu landen. Alles andere ist immer ein bisschen Glückssache. Ja, ich will noch ein Wort zum Gegner loswerden, die eine gute erste Halbzeit auch gespielt haben. Und wenn ein Trainer sagt in der zweiten Halbzeit, er will probieren, er will machen, finde ich das gut, finde ich das mutig. Und so muss es auch einfach sein in Vorbereitungsspiel. Deswegen würde ich das Ergebnis auch gar nicht so überbewerten, wenn ich ehrlich bin. Beiden Herren ein schönes Wochenende und danke für das Gespräch. Ja? Ja, ja. Danke. Wollte ich nur immer noch mal los? Ja, am Anfang hatte ich ganz vergessen. Ja, du weißt ja.